Wenn Sie sich nach diesen Grundsätzen am Verhandlungsprozess beteiligen wollen, dann können Sie das tun. Und wenn erkennbar wird, etwa durch Ihre Erklärung oder durch Ihr Tun on the ground, dass Sie diesen Prinzipien nicht entsprechen, bedeutet das, dass man Sie auf andere Art und Weise behandelt, nämlich wie zum Beispiel IS und Jabhat al-Nusra. Herrn Schäfer zu syrischen Verhandlungspartnern. Da geht es um die Organisation Ara al-Sham. Die ist letztes Jahr im Mai vom BGH zur terroristischen Vereinigung erklärt worden und von Justizminister Maas gibt es auch eine Verfolgungsermächtigung in Deutschland. Nun sitzt Deutschland ja mit denen am Verhandlungstisch in Genf. Wie kommt das, dass das Auswärtige Amt mit einer Gruppe verhandelt, die in Deutschland als Terrororganisation eingestuft ist und für die jede Unterstützung strafbar ist? Jetzt müssen Sie mir nur noch sagen, welchen Verhandlungstisch Sie meinen, an dem Deutschland mit dieser Gruppe sitzt. Genf zum Beispiel. Welchen meinen Sie da? Da gibt es sicher ganz viele Verhandlungstische. Ich kenne aber keinen, an dem Vertreter Deutschlands mit dieser islamistischen Gruppierung zusammensetzen. Es gab da immer wieder diese Treffen der Oppositionsgruppen. Und ich hatte auch ein Zitat gefunden, wo Herr Steinmeier das begrüßt hat, dass die Gruppe dabei war. Also, Sie hatten immer wieder betont, dass al-Nusra und ISIS nur nicht dabei sein dürfen. Ja, aber ist es doch nicht die syrische Opposition, die mit der Bundesregierung über den Frieden in Syrien verhandelt, sondern die Bundesregierung Deutschland beteiligt sich mit zahlreichen anderen Staaten und internationalen Organisationen daran, einen politischen Prozess für eine friedliche Lösung des Syrien-Bürgerkriegs hinzubekommen. Und ansonsten kann ich auf Ihre Frage nur antworten, Herr Jung, das habe ich an dieser Stelle auch schon häufiger tun müssen, auf diese und ähnliche Fragen. Das gibt im Mittleren Osten gerade mal und insbesondere in Syrien ganz schwierige Fragen, bei denen wir mit Widersprüchen, wie dem Widerspruch, den Sie mit Ihrer Frage aufgezeigt haben, irgendwie leben müssen. Aber es ist schlicht unzutreffend, was Sie in Ihrer Frage unterstellt haben, dass die Bundesregierung selber mit dieser Organisation sprechen oder gar verhandeln würde. Zusatz? Einfach nur zum Verständnis. Sie betonen ja immer, dass al-Nusra und ISIS für Sie Terroristen sind und nicht am Verhandlungstisch gehören. Nun ist ja aber auch für deutsches, nach deutschem Recht diese al-Sham-Gruppe Terroristen. Also warum nennen Sie sowas denn zumindest nicht öffentlich? Jetzt habe ich die Frage wieder nicht verstanden. Was nenne ich nicht öffentlich? Sie betonen immer und immer wieder nur, dass ISIS und al-Nusra für uns Terroristen sind. Dabei gibt es ja diese Gruppe auch, die als Terrorgruppe in Deutschland gilt. Also, da würde man vom Auswärtigen Amt erwarten, dass das wenigstens genannt wird. Was ich in den letzten Monaten hier und anderswo, auch der Außenminister, zur Begleitung des Wiener Prozesses auf Ihre Fragen und die Fragen Ihrer Kolleginnen und Kollegen geantwortet habe, war immer, dass es innerhalb der Gruppe des Wiener Formates Meinungsverschiedenheiten gab und gibt über die Frage, wer legitimerweise Teil einer politischen Verhandlungslösung und damit auch prospektiv Teil einer Verhandlungsdelegation der syrischen Opposition ist einerseits und andererseits, wer von der internationalen Gemeinschaft und den Mitgliedern des Wiener Prozesses als terroristische Organisation qualifiziert wird. Und da gab es und da gibt es durchaus Meinungsverschiedenheiten, insbesondere zwischen der russischen Regierung und einigen Regionalmächten aus der Region. Und der politische Kompromiss, den man jetzt einstweilen gefunden hat, ist, dass es einige Gruppierungen gibt in der syrischen Verhandlungsdelegation, über die es geteilte Meinungen gibt, wie man sie zu qualifizieren hat. Aber Sie müssen das im Grunde so sehen, dass das für diese Organisation eine Chance ist, sich am politischen Verhandlungsprozess in Syrien zu beteiligen, immer unter der Voraussetzung und mit der Bedingung, dass die sich an all die Kriterien, Grundsätze und Prinzipien halten, die im Wiener Prozess vereinbart worden sind, nämlich dass Syrien ein einheitlicher, demokratischer, säkularer, nach Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit organisierter Staat ist. Und das sind die Prinzipien, auf deren Grundlage wir jedes Verhandlungsergebnis in Genf messen werden.
Und wenn Sie so wollen, haben auf diese Art und Weise die ein oder andere Organisation die Gelegenheit, sich darüber selbst Rechenschaft abzulegen, welche politischen Ziele sie denn in Syrien verfolgen. Wenn sie sich nach diesen Grundsätzen am Verhandlungsprozess beteiligen wollen, dann können sie das tun. Und wenn erkennbar wird, etwa durch ihre Erklärung oder durch ihr Tun on the ground, dass sie diesen Prinzipien nicht entsprechen, bedeutet das, dass man sie auf andere Art und Weise behandelt, nämlich wie zum Beispiel IS und Jabhat al-Nusra.